Camperol 2K Pur Abdichtung ist lösemittelfrei und geruchsneutral. Daher eignet es sich hervorragend auch für sensible Bereiche. Auf dem mehrlagigen Etikett finden Sie die wichtigsten Handhabungshinweise. Da die Verarbeitungszeit witterungsabhängig ca. 30 Minuten beträgt, ist das Material in kleinere Verpackungseinheiten aufgeteilt, die nacheinander verarbeitet werden können. Öffnen Sie die Umverpackung, entnehmen Sie den Zweikammer-Knetbeutel und falten Sie ihn auseinander. Ziehen Sie den Mittelsteg. Vermischen Sie die Komponenten beider Beutelkammern gründlich durch intensives Kneten und Schütteln, bis eine homogene Flüssigkeit entstanden ist. Schneiden Sie den Beutel an einer Ecke auf und tropfen Sie das Material in ein separates Gefäß um. Denken Sie auch hierbei an die sorgfältige Restentleerung. Um Mischfehler zu vermeiden, rühren Sie das Material noch einmal ca. eine Minute mit einem Rührstab durch. Beginnen Sie dann mit dem Vorlegen der Abdichtung bei den Details. Nehmen Sie die vorbereiteten Fließsegmente ab. Bringen Sie das Material großzügig mit dem Pinsel auf. Positionieren Sie das Vlies sofort wieder auf der flüssigen Abdichtung und legen Sie nass in nass Material nach. Achten Sie auf ein exaktes, lückenloses Arbeiten, gerade an den schwierigen Stellen. Die Fließsegmente müssen immer blasenfrei am Untergrund anliegen. Die Schichtstärke beträgt auch hier ca. 2 mm. Dabei gilt, 2/3 Material vorlegen, 1/3 nachlegen. In der Senkrechten sollte die Abdichtung mindestens bis 15 cm über der wasserführenden Fläche aufgetragen werden. Bringen Sie das Material mit dem Perlonroller auf der Fläche auf. Legen Sie die zugeschnittenen Fließbahnen an den Wandbereich an und achten Sie darauf, dass es mindestens noch 5 cm der waagrechten Fläche abdeckt. Dann tragen Sie die Camperol 2K Pur Abdichtung mit dem Perlonroller auf und walzen Sie gründlich nach. Um Ecken wird das Vlies einfach herumgeführt und im waagrechten Bereich bis zur Ecke eingeschnitten. Legen Sie Material nach und streichen Sie Lufteinschlüsse heraus. Fahren Sie mit dem Auswalzen so lange fort, bis ein gleichmäßiges Bild ohne Luftblasen und Materialanhäufungen entstanden ist. Klebestreifen werden sofort nach dem Bearbeiten der Fläche abgezogen. Achten Sie im Bodenwandbereich immer darauf, das Vlies bis unter die Tropfkante anzulegen und tragen Sie auch hier sorgfältig das Material nach. Arbeiten Sie vorausschauend und denken Sie daran, immer genügend Material vorbereitet zu haben, damit Sie nass in nass arbeiten können. Bei Balkonpfeilern legen Sie die flüssige Abdichtung großflächig rund um die Stütze herum vor. Nehmen Sie dann Ihr vorbereitetes Fließsegment. Tauchen Sie es in die Abdichtung. Streichen Sie es aus. Legen Sie das Vlies passgenau um die Stütze herum und drücken Sie es an. Dann streichen Sie auch hier mit dem Pinsel die Luftblasen heraus. Schließlich nehmen Sie das gelochte Kreissegment und stülpen es über den Pfeiler. Tragen Sie dann ausreichend Material nach, bis das Vlies vollständig gesättigt ist. Jetzt haben Sie bereits eine doppelte Armierung erzielt. Abschließend werden die Balkonstützen in die laufenden Fließbahnen integriert. Das Material wird entlang der Schlagschnurmarkierung vorgelegt. Dann rollen Sie das Vlies aus, schneiden es im Bereich der Balkonstützen an und passen die Pfeiler exakt ein. Legen Sie mit dem Perlonroller ausreichend Material nach. Auf diese Weise entsteht eine dreifache Armierung für maximale Sicherheit. Dank der flüssigen Verarbeitung lassen sich mit Camperol 2K Pur Abdichtung selbst komplizierte Formen und Details problemlos und langzeitsicher einbinden. Nach der Verarbeitung härtet das Material zu einer dauerelastischen, rissüberbrückenden, nahtlosen Abdichtung aus, die sich allen baulichen Gegebenheiten exakt anpasst. Am Traufblech gehen Sie folgendermaßen vor.
Klappen Sie den später in der senkrechten verlaufenden Teil des Vlieses um und tragen Sie das Material rückseitig auf das Vlies auf. Dann legen Sie das Material an der senkrechten vor. Klappen Sie das Vlies nach unten um und walzen Sie das Vlies mit dem Perlonroller fest. Auch hier sind alle Luftblasen vollständig herauszustreichen. Sind alle Details integriert, kann die Flächenabdichtung mit Camperol 2K Pur erfolgen. Für die Flächenabdichtung legen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung an. Das Camperol 2K Pur Gebinde besteht aus zwei Komponenten, der Abdichtung A und Komponente B, dem Härter. Öffnen Sie zunächst den Behälter mit Komponente A und rühren Sie das Material gründlich mit dem Zwangsmischer durch. Schlagen Sie dann die Dose mit Komponente B doppelt an und gießen Sie die Flüssigkeit in Komponente A. Damit das Mischungsverhältnis exakt ist, achten Sie immer auf die vollständige Restentleerung der Behälter. Jetzt rühren Sie erneut gründlich mit dem Zwangsmischer nach, bis eine homogene Masse entstanden ist. Bei Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad Celsius muss zuvor Camperol 2K Pur Speedshot Zusatzbeschleuniger in Komponente A eingemischt werden. Topfen Sie die Flüssigkeit um. Streichen Sie gründlich alle Reste aus dem Eimer heraus. Rühren Sie dann erneut sorgfältig mit einem langsam laufenden Gerät durch, um Mischfehlern vorzubeugen. Legen Sie jetzt 2/3 der Camperol 2K Pur Abdichtung vor und rollen Sie sie mit dem Perlon-Roller aus. Wenn das Material gleichmäßig auf der Fläche verteilt ist, legen Sie die Fließbahnen direkt in die flüssige Camperol 2K Pur Abdichtung. Die Fließbahnen werden hier stumpf gestoßen verlegt. Im Randbereich wurde überlappend gearbeitet, um eine höhere Kraftaufnahme zu erzielen. Nass in nass wird Material nachgelegt und mit dem Perlonroller blasenfrei angewalzt. Beim Verlegen der Fließbahnen Stoß an Stoß muss eine Streifenarmierung mit Camperol RS vorgenommen werden, zur Rissüberbrückung im gestoßenen Bereich. Fahren Sie mit der Verarbeitung des Materials im Zweischichtverfahren fort. Legen Sie die Camperol 2K Pur Abdichtung auf dem Untergrund vor und rollen Sie das Vlies blasenfrei ein. Im Bereich der Tür wird nicht überlappend, sondern stumpf gestoßen gearbeitet. Durchtränken Sie das Vlies mit einer zweiten Nachlage nass in nass. Streichen Sie die Luftblasen heraus. Legen Sie die Camperol Streifenarmierung auf. Achten Sie darauf, die Streifenarmierung nur in eine Richtung anzuwalzen. Abhängig von den Witterungsverhältnissen ist Camperol 2K Pur nach ca. 2 Stunden regenfest, nach 16 Stunden begehbar und weiter beschichtbar. Nach einer Arbeitsunterbrechung von mehr als 7 Tagen muss die Abdichtungsfläche vor der Weiterbeschichtung mit Campertec MEK Reinigungsmittel gereinigt und angeschliffen werden.